Ja, also mal die Frage gleich zu beantworten. Man hätte anders agieren können, man hätte verhältnismäßiger agieren können. Ich glaube, jeder, der sich die Videos anschaut und auch wenn man mit Menschen spricht, die dort vor Ort waren, dann merkt man, dass da einfach eben nicht verhältnismäßig vorgegangen ist. Die Polizei ist übrigens per Gesetz verpflichtet, immer verhältnismäßig vorzugehen. Und allein deswegen war dieses Vorgehen der Polizei schon rechtswidrig. Aber vielleicht noch ein, zwei Gedanken davor. Die jungen Menschen, die jetzt feiern, die sind ja nicht, wie es ja teilweise geschildert wird, jetzt die verantwortungslose Jugend, die seit einem Jahr Party macht, sondern das sind die jungen Menschen, die jetzt seit fast eineinhalb Jahren eigentlich dieses Motto schon inhaliert haben, schau auf dich, schau auf mich, also vor allem auf die älteren Menschen schauen, zum Schutz der älteren Menschen, was wir auch was gut und richtig war. Aber jetzt ist schon noch mal Zeit, dass die Politik auf die jungen Menschen schaut und nicht die Polizei, die ja nur das, was die Politik vorgibt, ausführt. Also, dass die so agiert, glaube ich, das ist einfach nicht in Ordnung. Es ist auch verständlich gewissermaßen, dass gerade die Jugend auch wieder mal raus möchte und sich wieder mal treffen möchte, sich wieder mal sehen möchte. Also auch wenn ich zurückdenke, dann wäre das für mich natürlich auch gerade schwierig gewesen. Wie geht's euch denn im Moment gerade? Also sprich, wie ist denn gerade so dieser Tenor in der Jugend und gleichzeitig natürlich jetzt vor allen Dingen, wo die Zahlen wieder runtergehen? Es sieht so aus, als ob die Pandemie doch demnächst sich dem Ende zuneigt, zumindest in Europa. Wie ist so die Stimmung innerhalb der Jugend? Ich glaube, junge Menschen fühlen sich als die Krisenverlierer und Verliererinnen. Sie wurden zwar nicht vom Coronavirus massiv sozusagen gefährdet besonders. Das hat natürlich vulnerable Gruppen wie vor allem Ältere besonders betroffen. Aber alles, was mit Corona gekommen ist, die Folgeschäden durch die Lockdowns oder auch jetzt, dass die jungen Menschen die sind, die als letztes geimpft werden. Für ganz junge Menschen gibt es überhaupt nur eine sehr vage oder gar keine Perspektive. Also da fühlen sich junge Menschen sehr im Stich gelassen. Und ich kann da nochmal wiederholen, ich finde es absolut unnachvollziehbar. Oder wie soll man sagen, ich finde es nachvollziehbar, weil der Politik die jungen Menschen deswegen egal sind, weil sie einfach weniger relevant sind an der Wahlurne. Das ist nicht die Masse, die wählen geht an der Wahlurne. Es gibt einfach viel mehr ältere Menschen. Und dass man jetzt gegen Ende der Krise hin die Jungen vergisst und so dermaßen vergisst, das spüre ich auch in jedem Gespräch, was ich so mitbekomme, jetzt insbesondere im Zusammenhang mit dem Impfen. Aber auch wenn man auf die letzten Monate zurückblickt, junge Menschen waren nicht im Fokus der Politik. Um noch ganz kurz auf die andere Seite quasi einzugehen, auf die Seite der Polizei. Heute gab es einen runden Tisch der Stadt Wien aus und da hat Landespolizeipräsident Gerhard Bürstl einmal mehr das Vorgehen der Polizei verteidigt. Er hat gemeint, es hat einen gewaltbereiten Kern gegeben von über 200 Personen, die die Polizei körperlich attackiert haben und mit Glasflaschen beworfen haben und deswegen sei es zu so einer Eskalation der Situation gekommen. Kannst du dir das vorstellen, dass es da wirklich gewaltbereite Jugendliche gegeben hat? Ja, ich glaube, das wäre unseriös, sowohl von mir als auch vom Landespolizeidirektor, Polizeipräsidenten, das zu beurteilen. Ich meine, da waren vor Ort die Polizistinnen und Polizisten, da waren vor Ort die jungen Menschen. Wenn man sich Videos anschaut, dann kann ich das jetzt nicht wirklich so nachvollziehen, aber es wird schon sein, da waren sehr viele junge Menschen dort, dass es dort welche gegeben hat, die sich nicht in Ordnung verhalten haben. Aber so wie die Polizei da vorgegangen ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das verhältnismäßig war. Ich gehe davon aus, dass auch einige Betroffene Beschwerde erheben werden und dann werden es unabhängige Gerichte auch klären, ob das Verhalten der Polizei in Ordnung war. Aber da sind wir auch gewohnt von der Polizei, dass sie natürlich immer, da finde ich, nicht sehr reflektiert auch umgehen mit ihrem eigenen Vorgehen. Wenn man sich auch anschaut, zum Beispiel die Abschiebung der Familie, wo auch ein junges Mädchen dabei war, wo die Polizei, finde ich, nicht unverhältnismäßig agiert hat und wie viele andere Expertinnen und Experten auch sagen, das wurde auch verteidigt. Also ich würde sagen, das ist nicht der Maßstab, was der Herr, bei allem Respekt, Herr Landespolizeipräsident sagt. Es gab so heute einen grünen Tisch im Wiener Rathaus. Einen runden Tisch, ja genau, einen runden Tisch im Wiener Rathaus mit gemeinsamen Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, der dazu eingeladen hat, die Interessensvertreter, eben die Exekutive, gleichzeitig natürlich auch die Nachtgastronomie, aber eben auch Vertreter der Jugend. Mit welchen Wünschen seid ihr denn da hineingetreten in dieses Meeting? Ja, ich glaube, der erste Punkt, und da, glaube ich, zeigen wir NEOS auch, dass wir nicht nur vor Wahlen sagen, dass wir die Stimme der Jugend sind, sondern auch, wenn wir in Regierungsverantwortung sind, das so leben. Nämlich nicht nur über Jugendliche zu reden, sondern mit den Interessensvertreterinnen, Interessensvertretern von jungen Menschen und eben an Lösungen zu arbeiten, auch für junge Menschen. Das haben wir heute gemacht. Das wurde eben gemacht bei diesem runden Tisch. Und was da das Ergebnis war, also mehrere Punkte. Das erste ist einmal, und das ist ein Appell vor allem an die Bundesregierung, dass sich die Gesetzes- bzw. die Verordnungslage insoweit
Zeit ändern muss, dass die Nachtgastronomie wieder öffnen kann. Und zwar sofort, natürlich unter strengen Maßnahmen, unter strengen Auflagen, das ist ganz klar, mit Sicherheitskonzepten, keine Frage. Aber es sagt einem doch der Hausverstand, dass wenn man die Nachtgastro zulässt, während alles andere aufsperrt, dass die Leute dann ausweichen auf Plätze und dass es dann vielleicht dort sehr eng wird. Und das Problem ist ja dort, dass man dort nicht mit Tests kontrollieren kann. Das könnte man beim Club zum Beispiel schon. Da könnte man sagen, hey, wenn du in diesen Club möchtest, dann musst du einen Antigen-Test vorweisen. Ein Eintrittstest, so wie in anderen Bereichen auch. Das wäre eben die große Sicherheit. Also ich glaube, das wäre verantwortungsvoll und das war eigentlich so das Kernergebnis. Und andere Punkte, das ist aber das, was wir auch in Wien schon lange leben, ist, dass wir das Motto haben, informieren statt strafen. Also dass Awareness-Teams auch in der Nacht unterwegs sind, die Jugendliche und junge Menschen informieren, wie denn die Regeln sind und sozusagen vielleicht einmal das Gespräch suchen, bevor man da ja, mit voller Monitur, wie es die Polizei eben getan hat, in die Menschenmenge reinrast.